Was geht WWE-Universum und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Heute fasse ich mal ein paar kleinere Neuigkeiten für WWE 2K16 zusammen, für die es kein eigenes Video gab. Dabei ist unter anderem keine Divas Revolution in WWE 2K16 und Screenshots zur Last Gen Version. Auf Instagram hat WWE 2KDev ein kleines Video veröffentlicht, in dem sie über die Models und Demon sprechen. Am Ende dieses Clips ist das Model von Ron Simmons zu sehen. Wie schon bei den anderen dunkelhäutigen Wrestlern ist dieser auf den ersten Blick sehr gut gelungen. Den Link zu dem Clip packe ich euch mal in die Beschreibung. Auf YouTube hat WWE 2KDev wieder ein paar Gameplays von WWE 2K16 veröffentlicht. So gibt es einen 6,5 Minuten Clip aus einem Aufeinandertreffen zwischen Seth Rollins und Sting, einen 4,5 Minuten Clip aus einem Match zwischen R-Truth und Bad News Barrett, einen knapp 3 Minuten Clip aus einem Match zwischen Hideo Itami und Tyler Breeze, einen 20 Sekunden Clip, der den Aufgabegriff von Hardcore gegen Mankind zeigt, und zu guter Letzt ein knapp 2 Minuten langer Clip aus einem Match zwischen Natalya und Eva Marie. Die Videos sind natürlich auch alle in der Beschreibung verlinkt. SmackDown Hotel hat auf ihrer Seite Screenshots zur Last Gen Version, also PlayStation 3 und Xbox 360 von WWE 2K16 veröffentlicht. Zu sehen gibt es zwei Screenshots aus dem Showcase aus dem Aufeinandertreffen zwischen den Undertaker und Steve Austin. Ebenfalls gibt es zwei Screenshots von Roman Reigns in der geupdateten Raw Arena. Einmal alleine und beim zweiten Mal, wie er gerade Bray Wyatt niedergestreckt hat. Ein weiterer Screenshot zeigt den European Uppercut von Cesaro gegen The Miz in der aktuellen SmackDown Arena. Der letzte Screenshot zeigt Dean Ambrose gegen Luke Harper in der Main Event Arena. Bei Ambrose wurde natürlich das Attire geupdatet, aber bei Harper entspricht es dem aus WWE 2K15. Zu guter Letzt noch eine schlechte Nachricht für alle Fans der Divas Revolution. So wird es in WWE 2K16 keine Becky Lynch, keine Bayley, keine Sasha Banks und keine Charlotte geben. Das gab WWE 2K vor kurzem auf deren Webseite bekannt. Ebenso gaben sie bekannt, dass diese auch nicht als DLC erscheinen werden. Ich packe euch den Link mal ebenfalls in die Beschreibung. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr über die ganzen News denkt. Folgt mir auch auf den Social Media Plattformen, Instagram, Twitter und so weiter. Links dazu natürlich alle in der Beschreibung. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, wann ihr dieses Video schaut und ciao.